Ah, hallo. Fuck you. Aber aktuell sieht es ja so aus, als könnte ich mich hier gar nicht weiter entwickeln im Moment. Ne? Jetzt bin ich natürlich wieder hier. Ja. Also ich bin nach wie vor ziemlich, sag ich jetzt mal, am Arsch. Ich weiß ja A nicht wohin. Ich weiß nicht, wo ist den zweiten Stock. Wie ich in diesen zweiten Stock komme, das kann mir leider niemand so wirklich sagen. Yeah, that's German. We are speaking German. And I'm afraid my English is not good enough to... as you can see. And here. My English is not so professional. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich wieder? Kapelle. Was? Ja. Oh, ja, sie sind ja einer. Du kannst wieder gehen. Tschüss. Bzz. Gut. I know my English is not bad, but it's, I guess it's not enough for a complete conversation. I do what I can. But most time I think it's not enough. Especially to entertain an English audience with my streams. But the most time the games are in English language, so... We got 50% of entertainment here. Oh, and that's 100% of entertainment. Damn phone. Is the phone ringing? There are also phones in this game. I want to hear a phone again, because that would tell me that I have done something good and have some progress in the game, but not in the last 40-50 minutes. Maybe I can try to explain the problem to you. I have to get into the first floor of this building, but I don't see any possibility. I don't see stairs or an elevator. The elevator only goes to the basement, not to the first floor. I have to get there to get some more of that crap. I can show you. Cylinder. I have to find four of them. There are two. And I think at least one of them is in the first floor. On the first floor? At the first floor? Is first floor. It's a first floor thing. So I guess it's there, but I don't have any idea how to get in the first floor. It's the game also doesn't tell me where which way I could take. And that's kind of a mess right now in this game. I don't like it so much. Not the game. The game is pretty good. It's not bad. It's not perfect, but it's pretty good. It has scary moments. It has nice atmosphere, nice soundtrack, but it doesn't tell me how to get in the first floor.
So. There. Four more. I found that I don't know how to say it in English. In German, it's Zapfhahn. So that's a machine for beer. And I found that thing before. But I don't know what to do here. Maybe it's just a trial and error thing and I try it 70 times till it works, I don't know. I have no idea. I have no idea what to do here. And no one tells me. Wird eine Reihenfolge sein, ja? Da hast du absolut recht. Das ist Drachen. Jesus Christ! Okay, I think I have an idea. We had... On the other side we have some pictures on the wall. Okay, wir haben da ein paar Bilder an der Wand, Senpai. Left of... the left picture is a dog, which is... the left thing, however it's called in English. Here, also dieser Zapfhahn. We have a dragon symbol on the second location. I just call it location. But the dragon picture is the third on that wall. One. That's the second picture is Scare Hotel, and the fourth picture is Queen Victoria, I guess. So, it's first the dog. And which one is the hotel? Ah! One, two, three, four. Hey! I think that leads me to the first floor. The first floor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. It's right on the other side. I could have seen it hours before. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Jesus won't help me anymore. So, now I have to go... Oh. All these people want to... Ah, now they cover the way. Or block the way, I think it's the better word for it. Erleichterung? Ja, das ist Erleichterung. Ja. Ich bin jetzt ja sowas von erleichtert. Aber so eine Scheiße. Das hätte ich sowas von längst sehen können. Deswegen hier Fragezeichen. So, that's the reason why we have a question mark here and... A question mark. We had a question mark here and on the other side. Now the riddle is done. Question marks are gone. Use the bell. I want to use the bell. Yes, I will use the bell. I will send them to the waiting area. Fuckers. I don't really want them at the waiting area, I guess. More the... I would say... Not the grand hall, maybe the kitchen? The kitchen, nah, kitchen is not a good idea. Not really. Maybe the manager's office. Where is it? Manager's office, is it that one? Oh, I can't read it. It's the manager's office. I hope that works. It's too far away. Okay, so I have to use... where I have to go out? There. 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 I have to use the waiting area. Do I have to go there? No. Yes. Okay.
Okay, that guy is going to the waiting area too. Hopefully. Oh, that's so amazing. I love that game. Again. Hi, dudes. How's it going? Fuck off! Oh, there's a ladder. I love ladders. Especially if they lead to the first floor. Okay. Senpai, ich wünsche dir ebenfalls einen guten Abend, falls du noch... Du bist noch da, glaube ich. Zwei Zuschauer werden mir noch angezeigt. Also, Senpai, alles Gute. Dankeschön, dass du da warst. Es wird mit Sicherheit noch einen Stream zu dem Spiel geben. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht nicht nächsten Freitag, aber... Stream ist eigentlich grundsätzlich freitags. Es sei denn, ich habe was Besseres vor. Das passiert auch mal. Also, dann noch einen schönen Abend, Senpai. Danke, dass du da warst. Gute Nacht. So, Lupin X Gamer, it looks like we're alone now with that creepy guys. But we are in the first floor. And there is a phone ringing. Ringing phones are very good signs here. The game is in progress. Elizabeth, are you there? I'm at the first floor. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. Oh, jeez, I have to watch my step. Danke dir, Senpai. Und noch einen schönen Abend. Wo sollte ich mich hier umschauen? Ist noch jemand auf dem Dachboden bei dir? Okay, okay. Ich werde sie zuerst fragen, wo sollte ich mich hier umsehen? Also, I... Oh. So, first I will ask her, where do I have to look? It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. The library. Okay. That's information. I love information. Ist noch jemand auf dem Dachboden? Is there someone else with you? Help. I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Take care, my Thomas. I will. Once we have all the cylinders, we can end this. I'm certain you'll find them here, in the hotel. Okay, the cylinders. I already have two of them, as we have seen. I need... two? Oh, and I... gonna need some pieces of that, I don't know how to call it in English. Of that, symbols here. That scare hotel from the outside, I guess. Maybe. So, now we can take a look at... Oh, we have no map. That's interesting. So, first we have to look around here, if we can get a map. Maybe it's not in that room, maybe it's in one of the next rooms. But first I take a closer look to every edge of this. What? Oh, a door opened. Ah, hallo. Fuck you. Oh, I guess that was... Ah! Eh? Did they follow me from the... other floor? Oh, Jesus. Oh, so now I'm alone with that idiots. Okay. I think I'm gonna get into it. Thank you so much for being here. Thank you so much for your help. Hope you maybe enjoy the next stream next week or in 2 weeks.
I don't know at this moment, but if you want, you will find out. Okay. UK. I love UK. Nice weather. Always rainy. Hau ab. Fuck off. Oh, so then good night. And you have to go to work tomorrow. Have fun at work. That guy definitely has fun. I'm going down. Okay, also dann machen wir wieder auf ein neues, den ersten Stock, in der Hoffnung, dass der Typ jetzt da weg ist. Ach je, oh, bin ich wieder hier oben. Ah. Langsam werde ich auch ein bisschen müde. Wie lange mache ich denn eigentlich noch? Ja, maximal eine Stunde, ne? Obwohl es ja nur leider wieder nicht allzu viele Früchte getragen hat. Muss ja erstmal einen Schluck trinken hier. So. Also gut. Also hier oben laufen auf alle Fälle wieder Typen rum, das haben wir jetzt gesehen. Da ist etwas Verschlossenes. Tore sind generell gerne verschlossen, hier habe ich so das Gefühl. Dann haben wir hier eine größere Tür. Und der wir jetzt mal schauen, wo sie uns hinführt. Da geht was. Okay, und dann haben wir hier noch eine Tür. Die geht nicht auf, okay. Okay, jetzt sind wir mal hier. Da liegt was. Was war das? Was habe ich da gefunden? Schallmodulator-Kartusche. Das ist was für mein Kügelchen. Jetzt ist der Senpai nicht mehr da, dass er das mal sieht. Aber gut, ich hoffe ja, dass ich es nicht benutzen muss. Was? Aha, okay. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein überdimensionaler Zigarrenabschneider. Aber ich schätze mal, dass da... Ne, man sieht es an den Laschen da. Da wurde wohl etwas anderes abgetrennt. Oder wird immer noch. Da ist eine Wand durchbrochen. Aha. Das finde ich aber auch jetzt doof. Jetzt müsste ich rein theoretisch runter wieder ins Erdgeschoss, um zu gucken, wo hier der Medusa... Dingens Bummens rumfliegt, dieser Medusa-Zylinder. Und dann habe ich noch einen anderen Zylinder, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Aber gut, ich sage es mal so. Da das jetzt hier völlig neues Areal ist, sage ich jetzt mal, werde ich wahrscheinlich... hier und da sogar durch Zufall auf was treffen, beziehungsweise über was stolpern. Jebediahs Tagebuch. Ach, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht auf Englisch... Muss ja gar nicht, oder? Übersetzen? Doch, ich muss es übersetzen. Nee, muss ich nicht. Ist ja niemand da, der englischsprachig ist. Im Moment zumindest. Jebediahs Tagebuch, Februar 1874. Im zerschmetterten Rumpf der HMS Providence fanden wir sie, eingesperrt in einem glasbedeckten Eisenkäfig, festgehalten von dicken Ketten. Wie sie gefangen wurde, wohin sie gebracht werden sollte und wem sie gehörte, kann ich nicht sagen. So, jetzt ist es dann doch wieder ein kleines bisschen. Äh,
Schlecht. Sie hatte den Schiffbruch nur schwer verletzt überlebt, aber es war unsere Rettung, sie in diesem jämmerlichen Zustand zu finden. Denn wenn sie zu singen angefangen hätte, wäre es sicherlich unser Ende gewesen. In den darauffolgenden Wochen ließ sie selbst in ihrem geschwächten Zustand immer wieder ihren Gesang erklingen, und wenn ich mir die Wirkung ihrer Stimme auf meine Männer und sogar auf eine Frau anschaue, glaube ich, dass wir. Was? Dass wir. Peisione selbst gefangen genommen haben. Die Tochter von Melpomene. Was sind denn das für Namen? Also auf alle Fälle irgendwas Mythisches, ne? Irgendwelche Sagengestalten. Der Muse der tragischen Dichtung und des Trauergesangs. Das ist wohl diese Melpomene. Was fängt man mit solch einer Kreatur an? Mit solch einer Fähigkeit? Na? Jene, die dem Gesang lauschen, werden in dessen Bann gezogen und lassen sich einfacher beeinflussen. Ja, sie fangen sogar an, das Wesen anzubeten. Man müsste mal ausprobieren, ob man diesen Gesang dazu nutzen kann, mehr Schiffe zur Insel zu locken. Und wenn es einen Weg gäbe, diese Wirkung zu kontrollieren, diesen Gesang zu erlernen. Mein ältester Sohn Isaac hat gemeint, dass seine Verlobte Prudence gewillt ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich habe ihr meinen Segen dafür gegeben. Okay, Prudence müsste unsere Dame hier sein, die wir suchen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da haben wir noch was Interessantes? Nee, so interessant ist das gar nicht. Licht bleibt an. Scheint jetzt hier die Haupthalle hier zu sein. Näher doch. Okay. Aber wir haben schon mal ein bisschen was gesehen. Jetzt gehen wir raus und links. Ja. Oh, zu. Zu. Okay. Ah, hier können wir speichern, das ist schon mal sehr gut. Und hier hören wir auch gleich eine Audiodatei. Is this true, Mother? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late, if it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood. The price we pay for the siren song. The same song you sang, Mother. The song Father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth, on a cult dreamt up by grandfather, a cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Okay. Ja, dass die junge Dame schon länger zu diesem Zwecke da missbraucht werden soll, das wissen wir. Dass sie das nicht will, wissen wir auch. Aber deswegen wird sie ja auch, vielleicht aber auch nicht, hier auf diesem Grundstück gefangen gehalten. So, dann haben wir hier jetzt, sage ich jetzt mal im Moment zumindest, außer dem Speicherpunkt hier nichts. Ich werde jetzt auch nochmal speichern. Sollte ich sterben demnächst, dann müssen wir uns wenigstens die Audio nicht nochmal anhören. Das nimmt ja auch ein bisschen Zeit weg.
So, dann wollen wir jetzt nämlich mal schauen, dass wir hier noch ein Stück weiterkommen. So, also. Jetzt hat sich auf einmal ein sehr großer Teil der Karte aufgetan. Wir stellen fest, zur rechten Seite haben wir so ein Hafentor oder eine Hafentür. Wir haben aber noch keinen Hafenschlüssel. Wir stellen fest, in der Mitte ist jetzt ein Fragezeichen. Da muss natürlich irgendein Rätsel gelöst werden mit diesen ganzen kaputten Wappen. Und ja, was jetzt hier mit den Räumen ist, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich immer noch so ein kleines bisschen es nicht so doll finde, dass die Grafik hier so ein bisschen verwaschen ist. Die wollen damit wahrscheinlich sicherlich einen gewissen Effekt erzeugen, aber den will ich nicht. Ich hätte lieber gestochen scharfes Bild und stabile 60 Frames. Anfangs lief es heute noch ganz gut, das Spiel. Jetzt hat sich inzwischen auch wieder ein bisschen, ja, für die Verhältnisse des Spieles normalisiert. Jetzt gehen wir erstmal hier den. Okay. Dann gehen wir halt mal nicht da lang. Gehen wir erstmal hier lang. Also gut, sie hat uns ja am Telefon gesagt, dass hier oben ein paar Leute unterwegs sind und dass hier auch Fallen wohl aufgestellt sind. Fallen in welcher Form, das haben wir bis jetzt noch nicht erfahren. Wenn wir Glück haben, werden wir das auch nicht erfahren. Aber okay. Nochmal. Also es scheinen aber solche Fallen zu sein, sage ich jetzt mal. Also bis jetzt, diese Falle hier hätte uns unter keinen Umständen, sage ich mal, verletzt, weil wir können uns ja nicht hinlegen. Aber es soll wahrscheinlich symbolisiert werden. Okay, hier ist auf jeden Fall was passiert. Hier ist was gemacht worden. Hier gibt es Fallen. Die eine oder andere davon kann uns vielleicht sogar erwischen. Nehme ich mal an. So, damit haben wir jetzt eine Map von hier oben. Das ist cool. Dann würde das nämlich bedeuten, die eine Stelle in der Haupthalle, nenne ich es jetzt mal hier oben, die ist, da ist ja das Tor, das Verschlossene, und dahinter kommt es in einen, oder kommen wir in einen, ist das eine Raute? In einen rautenförmigen Raum. Ja, wie es da weitergeht, wissen wir nicht, ne? Wir brauchen wahrscheinlich erstmal wieder einen Schlüssel. So. Da sind wir jetzt. Da gehen wir durch. Dann gehen wir jetzt mal rechts oder doch. Nee. Rechts. Um dann direkt im Anschluss wieder links rumzugehen. Wo ist scheinbar nicht weiter. Oh, hier kann man wieder Glöckchen läuten. Oh nein, da muss ich nachher wieder irgendeine Melodie, oder? Irgendwas muss ich nachher wieder machen. Warten wir mal ab. Ah! Okay. Ja, Glück haben ist es ganz simpel. Jetzt geht's aber nicht mehr, oder? Jetzt kommt er natürlich gucken hier, oder? Der Bastard. Okay, so wirklich in der Nähe scheint er nicht zu sein. War das richtig?
Ich glaube nicht. Ist wieder jemand? Ich probiere es nochmal. Ich glaube nicht, dass das ganz richtig war. Vielleicht war es aber auch völlig richtig. Okay. Und was war das jetzt? Und wo? Ah, eine Scherbe. Ein Waffen, ein Wappenfragment sozusagen. Da hätten wir schon mal eins. Okay, dann werden hier wahrscheinlich noch ein paar von diesen Rätseln kommen, damit wir für die restlichen Wappen auch noch Stücke bekommen. Denn es sah ja so aus, als wäre jedes einzelne davon beschädigt.